Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enigmagics, die Seelen von Maple Creek. Tja, gucken wir mal. Es geht weiter. Wir sind in der letzten Folge nochmal auf ein paar Hinweise gestoßen. Sind dann am Ende in unser Zimmer zurück und ja, hier war wohl jemand, der an die Wand geschrieben hat und da sollten wir mal nachsehen, was da los ist. Jemand war in meinem Zimmer und hinterließ mir eine Nachricht. Die Glocke, Detective, triff mich anschließend bei der Statue. Die Glocke, ihr Schlag lässt es mir kalt den Rücken herunterlaufen. Irgendetwas an diesem Ort stimmt nicht. Statue? Was könnte dies sein? Wenn ich diesen Mann finden will, muss ich wissen, was diese Statue ist. Ich muss ihn treffen. Wer ist er? Was führt er im Schilde? Na, ich hoffe jetzt einfach mal, dass er uns nicht in irgendwie eine fiese Falle oder so lockt. Das wäre irgendwie schon kacke. Und da steht auch irgendwie was Neues in unserem tollen Buch drin. Nee, so wirklich viel steht da noch nicht drin. Außer, dass seit über 80 Jahren hier Leute verschwunden sind oder so. Okay, die Statue. Ich würde dann gerade vermuten, zack, dass es das ist. Hat das auch was damit zu tun? Die Glocke, die Glocke, die Glocke, die Glocke. Glocke, die Glocke. Hätten wir hier. Eventuell mit der Kirche. Dem komischen Predigertypen. Was hätten wir denn hier? Da müssen wir nochmal nachsehen, was das jetzt war. Die Einwohner halten große Strücke auf den Prediger. Doch mir bereitet er Unbehagen. Vielleicht mit der Glocke? Nee. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal am Ende. Und da wird es jetzt nicht so großartig viel zu gucken geben. Wir gehen zum Balkon. Und ich glaube, wir können hier einen Haken uns... Natürlich. Das war der Grund. Haken und Seil und dann kommen wir hier runter und dann finden wir was. Vom Friedhof, was könnte dies sein? Ich sollte mir diese Form besser merken. Wir bräuchten also noch irgendwie was Sternförmiges. Okay, sonst ist da nicht mehr viel. Hier sind die Fußspuren. Die Fußabdrücke sind der einzige Hinweis eines Einbruchs. Und ein Wimmelbildspiel. Wir suchen einen Schraubenzieher, Blumenzwiebel, Schallplatten, grüne Trauben, Regenschirm, Telefonhörer, Kaugummi, Haken, Messer, Schuh, Hake und Laute. Hier hätten wir schon mal ein Messer. Da hätten wir schon mal einen Regenschirm. Eine Laute. Eine Hake. Zwei Schallplatten, das könnte etwas... Schallplatten. Schraubenzieher. Grüne Trauben. Grüne Trauben. Kein Problem. Kaugummi. Mehrere Haken. Ein Schuh. Den Schuh haben wir schon. Hier haben wir auch einen Haken. Aber wir brauchen insgesamt drei Haken. Das könnte auch noch ein Haken sein. Dann eine Blumenzwiebel. Eine Schallplatte. Ein Telefonhörer. Hier ist auf alle Fälle noch eine Schallplatte. Ein Telefonhörer. Ein Schraubenzieher. Noch ein Haken.
Da ist der Telefonhörer. Also manchmal stelle ich mir wirklich die Fragen, wie gut die das nur verstecken können. Also, das ist manchmal schon echt fies. Ah, lag die ganze Zeit vor uns. Damit ist auch der Schraubenzieher weg. Wir brauchen jetzt also nur noch einen einzigen Haken, sowie Kaugummi. Kaugummi. Das ist auch nochmal so... Nein, das ist ein Karabiner, ist ja kein Haken. Kaugummi, wo bist du? Gibt jetzt hier auch keinen Hinweis, dass das irgendwie wo eingepackt ist, ne? Kann man nichts wegmachen. Ja, ich weiß ja nicht. Kaugummi. Kaugummi, Kaugummi, Kaugummi. Komm zu mir. Kaugummi, ist das, das ist ein Frosch. Das ist kein Kaugummi. Außer man will irgendwie ein bisschen auf Fröschen rumkauen. Aber wer weiß, das ist vielleicht der neue Trend. Oh. Ein Haken. Ein Haken, ein Haken, ein Haken. Ich weiß nicht, wo der Haken ist. Das ist auf alle Fälle ein Kaugummi. Also nur noch ein letzter verbleibender Haken. Wo könnte der sich denn verstecken? Ist es das hier hinten? Nee. Ist ja auch nicht, das sieht mir aus wie eine Glühbirne. Gehen wir es doch einfach mal nacheinander so durch, scannen das so ab. Sehe ich echt nichts. Da ist ein Haken. Den ich natürlich nicht... Es ist also ein falscher Haken. Nicht unser Haken. Da sehe ich den auch nicht. Da hängt halt irgendwas dran. Ich hätte echt gesagt, das hier ist der Haken. Aber das ist er offensichtlich nicht. Dann könnte doch das hier ein Haken sein. Yay, und wir haben ein Brecheisen gefunden. Mit diesem Brecheisen können wir jetzt nicht zurück. Ah doch, wir können wieder zurück zum Balkon. Wieder hinein. Zum Flur. Halt, da raus. Da raus. He's gone. I don't understand. The man was terribly wounded. Ich verstehe das nicht. Der Mann war schwer verwundet. Und da ist er einfach verschwunden. Und wir haben wieder was in unser schickes Notizbuch geschrieben. Er ist weg. Wie? Wohin? Warum? Werde ich ihn wiederfinden? Tja. Der Fußboden wurde geflickt und wir kommen mit dem Brecheisen und machen die ganze Arbeit wieder völlig zunichte. Und dann gucken wir mal, was wir hier rausholen können. Bitte was? Okay, ich würde mal sagen, wir haben die vermissten Leichen gefunden. Leichen. Im Keller. Zu viele. Ja, wem geht es denn nicht ähnlich? Wer hat denn nicht auch ganz viele Leichen in seinem Keller? Ich glaube, ich muss auch mal wieder was sauber machen. Und vor allem die alten Leichen ein bisschen wieder beseitigen. Damit wieder mehr Platz für neue ist. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Die Universität von Vermont. Smith Emily. 5.9.1957. Gültig bis zum 10.01.1980. Das ist offensichtlich diejenige, die in den 1980ern verschwunden ist und hinter der vermisste Privatdetektiv hinterher war. Schlussfolgerung verfügbar. Das machen wir auch gleich, nachdem ich das hier noch mitgenommen habe. Gucken wir uns doch mal die Beweise an.
Detective Hamilton. Na komm her. Was? Ach so, dann kommt es vielleicht zu den Opfern. Ja. Aufgaben. Emily Smith, das Mädchen aus dem Zeitungsartikel. Von vor 30 Jahren, Vermont, 14. Juli 1980. Smith Emily B. Ihr Leichnam liegt in der Kapelle unter dem Fußboden zusammen mit vielen anderen. Nur Mörder verstecken Leichen im Keller. Sie müssen alle grausam umgekommen sein. Die Frage ist... Wer ist der Verdächtige? Wer ist der Mörder? Ich habe das so eine Vermutung. Genau. Eine neue Schlussfolgerung ist verfügbar. So, schnappen wir uns mal den Typen hier. Und den Typen hier. Das Geheimnis von... Anscheinend hatte Hamilton den Prediger im Visier. Ist dies derselbe Mann wie auf dem Foto? Wer sonst hätte die Leichen in einer mit einem komplizierten Schloss gesicherten Kapelle vergraben können? Wahrscheinlich jemand, der genauso klug ist wie wir und die Kapelle öffnen konnte? Das ist jetzt nur so eine Vermutung. Das genügt, um den Prediger zum Hauptverdächtigen zu machen. Wir brauchen Beweise. Etwa die Mordwaffe? Neue Ziele verfügbar. Das Versteck des Predigers. Der Prediger ist mein Hauptverdächtiger. Ihn zu finden hat oberste Priorität. Er scheint nicht in Maple Creek zu sein. Er muss sich irgendwo verstecken, aber wo? Versteck des Predigers. Neues Ziel. Also entweder ist das das Versteck oder das ist das Versteck. Nicht? Hat damit auch nichts zu tun? Gut, da wurde jetzt ja viel geschrieben. Das werden wir uns am Ende auch nochmal richtig schön durchsehen. Da gehen wir das nochmal nach und nach durch. Okay. Wo ist also das Versteck? Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben hier was bekommen für die Kirche und das könnte... Nee, das passt da nicht rein. Ich dachte, dass das eventuell für... Na, wie heißt das? Für dieses eine Buch, was wir da unten gefunden haben. Unter unserem Zimmer. So. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich auch noch irgendwie drehen und dann wird sich alles wieder untereinander verdrehen und es ist ja schon kommen. Also das dreht das, das dreht die äußeren. Ich glaube, bei sowas bin ich... Naja, wobei. Warten wir so erstmal ab, ob ich damit schlecht bin. Im Moment sieht es ja jetzt nicht so aus, als wäre ich schlecht damit. So, das passt schon mal. Und wenn ich jetzt hier wieder drehe, dann... Ja. Das passt hier irgendwie nicht so. Na, jetzt komm, das hakt ein bisschen so die Steuerung. So, ich kann jetzt hier drinnen noch drehen. Ob das hier so Sinn ergibt? Ich glaube, das ergibt Sinn. Tada! Der Prediger. Und er hat sich gerade eben wie Batman in Fledermäuse verwandelt. Nee, das war nicht Batman. Aber wie Graf Dracula. Voll nicht unheimlich. Gehen wir zur Kirche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam sägt dieses Glockenklingeln echt an meinen Nerven. Ein Wimmelbildspiel. Wir suchen einen Schuhabdruck, eine Fledermaus, einen Gehstock, einen Gargoyle, einen Meißel, einen Stiefel, einen Knopf, eine Gabel, einen Kranz, einen Blitz, eine Urne und eine Eule. Das ist ein Blitz.
Wir suchen auch einen Knopf. Eine Gabel finden wir bestimmt auch noch irgendwo. Zählt das schon als Gabel? Das ist die Mistgabel. Keine normale Gabel. Das sollte man wissen. An der Übersetzung müssen die wirklich noch ein bisschen arbeiten oder irgendwelche Enthusiasten beschäftigen, die das kostenlos machen. Wir suchen noch einen Schuhabdruck. Der kann sich doch eigentlich nur am Boden befinden. Ist das ein Schuhabdruck? Nein. Aber das hier ist ein Meißel. Einen Gargoyle haben wir auch gefunden und dort oben sitzt die fiese Fledermaus. Einen Gehstock haben wir hier. Den Stiefel gleich daneben. Dann suchen wir noch einen Kranz, den wir hier haben. Die Eule hier. Und wir brauchen noch den Schuhabdruck und eine Urne. Das ist keine Urne. Aber natürlich ist das eine Urne. Da ist übrigens der Schuhabdruck, warum auch immer er da oben ist. Man weiß es nicht. Die Urne. Ach, die Urne ist hier. Und dafür bekommen wir einen Meißel. Ich weiß jetzt noch nicht so recht, was wir mit dem Meißel anfangen sollen. Wir gucken uns jetzt erstmal hier so die Tür an. Offensichtlich können wir rein in die Kirche. Alle Bewohner in der Kirche versammelt und in eine Art Trance verfallen. Und ganz ehrlich, dieser Typ, der sich gerade so umgedreht hat, ja, das hat mir schon leicht Schauer über den Rücken gejagt. Wir haben neue Schlussfolgerungen, dann gehen wir doch mal hier hin. Es scheint, die Glocke war eine Art Medium, um die Bürger von Maple Creek zu hypnotisieren. Zu verhexen. Und sie für irgendein dunkles Ritual zur Kirche zu locken. Ich muss die Glocke zum Schweigen bringen. Und ganz ehrlich, nicht nur wegen der geliebten Bewohner von Maple Creek, sondern weil sie mir auch ordentlich an den Nerven sägt. Was haben wir jetzt hier Schönes gefunden? Ja, es scheint, die Glocke war eine Art Medium, um die Bürger von Maple Creek zu hypnotisieren. Okay, haben wir gerade schon gelesen. Ist jetzt nichts Neues. Hi. Hallo? Ich gehe lieber keinen Schritt weiter. Diese Leute machen mir Angst. Kann ich irgendwie verstehen. Aber da vorne liegt was. Und zwar haben wir hier die Mordwaffe. Wenn es Fingerabdrücke gibt, wird der Dolch den Täter sicherlich überführen. Kein Griff, kein Schloss. Wie kann man sie öffnen? Ich würde sagen, man stellt hier verschiedene Kerzen rein. Werden wir aber erst noch rauskriegen. Wir gehen zurück zu unseren Beweisen und legen hier mal den Dolch zur Mordwaffe. Ein Ritual durch. Blutspritzer auf der Klinge. Es muss einem dunklen Ritual gedient haben. Wofür? Doch wo? Der Ort wird also gesucht. Der Tatort. Neues Ziel der Tatort. Ziel erreicht. Die Mordwaffe. Das ist vielleicht der Tatort. Nein. Okay, also bis nach vorne können wir gehen, aber da vorne hin wollen wir dann doch nicht. Okay. Und dann wieder raus hier. Ab zum Friedhof. Und ui, guck einer an, da haben wir wieder was gefunden. Buch von J.S. Collins. Ein nettes Zimmer. Hier hätten wir die Kerzen, die wir, glaube ich, brauchen. Zwei Kerzen. Sonst scheint es hier nichts weiter zu geben. Wir gehen hier hin.
Da müssen wir scheinbar irgendwas machen. In dem Efeu kann ich etwas erkennen. Wir nehmen mal den Meißel. Benötige etwas anderes. Den Anhänger. Er benötigt immer noch etwas anderes. Seltsam, kein Schloss am Tor. Gibt's denn hier dann noch irgendwie was? Nicht wirklich, aber wir haben hier dieses Amulett-Dings da gefunden, mit dem wir eventuell das eine Buch öffnen könnten, das bei der Pension, unserem Zimmer, da unten rumliegt. Vom Friedhof, was könnte das sein? Wir finden... Was? Ein Messingteil, und zwar eines von 6. Ja, super. Und ein Wimmelbild. Gucken wir mal nach. Wir suchen ein Vorhängeschloss, Nummernschilder, blaue Trauben. Bla, bla, bla. Eine Basketballmütze, bla. Und was ist eine Basketballmütze? Was denn sonst? Ach, eine Baskenmütze. Okay, Entschuldigung. Habe ich falsch gelesen. Wir bräuchten auch noch ein Gartenschärchen, ein Gartenzwerg, eine Pillenpalette, eine Fledermaus, eine Taschenuhr, eine Brieftasche, ein Fernglas und ein Seil. Oh. Brieftasche. Und das ist ein Seil. Das ist ein Seil. Leute, das ist ein Seil. Naja, auf alle Fälle ist hier die Gartenschere. Und da ist der... Die Pillenpalette. Dann noch einen Gartenzwerg. Wer ist hier? Die Fledermaus. Wo könnte die denn sein? Wo bist du, mein Freund, Fledermaus? Die ist hier. Batman. Eine Taschenuhr. Die ist da. Dann bräuchten wir noch ein Fernglas, ein Fernglas, ein Fernglas. Das ist Tiere. Und zu guter Letzt fehlt uns das Seil. Das ist kein Seil, das ist auch kein Seil, das ist ebenfalls kein Seil. Aber das ist halt ein Seil, ne? Und ich klicke da drauf und da tut sich nichts. Ein Seil. Das ist ein Seil. Und dann hätten wir auch dieses Wimmelbild gelöst und hätten nun ein Seil bekommen. Na, das ist ja echt der Hammer, ey. Ich würde aber sagen, nachdem wir jetzt schon wieder bei über 23 Minuten sind, wir beenden die Folge an der jetzigen Stelle. Schenkt mir wieder ein bisschen Däumchenliebe und drückt den Daumen nach oben. Dafür auf alle Fälle schon mal vielen herzlichen Dank und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch was und ciao.